Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einer neuen Folge TSW4. Wir fahren den RB 31 von Coswig nach Großenheim. Drei Anhänger, 56 Meter lang. So. Dann müssen wir erstmal die Türen entriegeln. Fahrgäste einsteigen lassen, gucken wir mal. Aber es ist wieder so eine dumme Uhrzeit mit dunklem Wetter. Licht ein. Türen verriegeln. So, machen wir gerade. So, dann geht's los. So, wenn euch meine Folgen gefallen, ich hätte jetzt beinahe gesagt, und auch nicht gefallen, dann lasst doch bitte, drückt doch bitte auf die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Und Kommentar, auch Kritik ist erwünscht. Ich antworte auf alles. Es kann ein, zwei Tage mal dauern, bis eine Antwort kommt, aber es kommt auf jeden Fall eine. So. Jetzt fahren wir in das 4 Kilometer entfernte Weinböhle. Aber wie gesagt, ich finde das im Dunkeln spielen halt nicht so prickelnd. Dass ich weiß, wo die ganzen Knöpfe sind. So, leichter Schneefall. So. Naja, haben wir noch 2 Minuten 20, ein bisschen mehr Zeit. Für die 2,4 Kilometer. Wir fahren ein bisschen zu schnell. ...1,8 Kilometer noch. Schon mal langsamer werden, dann sind immer noch 1,4. So. Sind ein bisschen früher da. Aber das macht ja nichts. So. Naja, 350 Meter noch.
Türen entriegelt. So, Türen schließen und weiter. Ja, Fehlermeldung, ich war zu früh. So. Und jetzt können wir. Also 1,8 Kilometer. So, ein bisschen am durchdrehen. So 1,6 Kilometer. Oh, Nidau, Gleis 2, 6.38 Uhr sollen wir da sein. Haben ja noch gut eine Minute Zeit. Hey, da kommt unser Güterzug entgegen. Ist noch nicht mal überdacht, der Bahnsteig. So. Mal von außen gucken gehen. Wieder rein, Türen schließen. Oh, wir haben ein bisschen Verspätung. So. Jetzt müssen wir halt 9 Kilometer. 9,1. Wie viele Bahnsteige haben wir denn noch? 1, 2. Ja, in Brestwitz und Großenheim. Okay. Und dann ist die Fahrt schon wieder zu Ende. Na dann. Müssen wir natürlich jetzt mal ein bisschen Stoff geben. Wir haben nur 6 Minuten Zeit für die 9, 8 Kilometer, sind so 8,7. Kann man aber nicht viel sehen, ne? Sehr dunkel draußen. So. Zug ruckelt ein bisschen.
9,8 Kilometer noch. Da kommt der Kollege entgegen. Ja, ein bisschen langsamer werden. So, es ist halt 20 vor 7. Und noch sehr dunkel am 12. Januar. Signale ist grün, das ist nicht das Signal ist grün, so. Und da schimmert es ein bisschen in der Scheibe. Okay, sind wieder ein bisschen zu schnell. Ist natürlich jetzt langweilig im Dunkeln, das gebe ich zu. 4 Minuten haben wir noch. Zwei Kilometer sind es noch. Wir sind immer noch zu schnell, wenn es nur 1 km/h ist. So, Signal grün. So, 4 Kilometer noch. Ja, was soll ich euch bei dem Wetter sagen? Dass es vor 2 Tagen bei uns 15, 16 Grad minus war in der Nacht. Also hier im Sauerland ist es ja in den Bergen immer etwas kälter oder etwas mehr kälter. Und da habe ich mir bestimmt auch wieder die Erkältung weggeholt. Also ich bin dieses Jahr ziemlich gut ausstaffiert mit der Erkältung. Gott sei Dank kann ich keinen anstecken, wenn ich ein YouTube-Video drehe und ihr euch das anguckt. Und ja, ab Montag beginnt wieder der Ernst des Lebens. Geht wieder die 5-Tage-Woche los. Schon mal ein bisschen langsamer werden. Aber es geht auch bergan. 1,9 Kilometer noch. Wir haben aber noch 1 Minute 20 Zeit. Das sind aber auch noch 1,6 Kilometer. Ein Güterzug rast an uns vorbei. Eine Minute noch für 900 Meter. Ja. Zum Bahnsteig geht jetzt schnell 500 Meter noch.
ein bisschen drüber hinausgeschossen. Ja, aber wir lassen die Leute halt einsteigen. So. Lassen wir die Leute einsteigen. Jetzt haben wir noch eine Station. Genau. Oh, in 20 Sekunden müssen wir wieder los, aber das könnten wir schaffen. Und dann haben wir noch 5 Minuten. Passt. So. 4,8 Kilometer noch. Und wir sind schon am Fahren. Maximalleistung ist ein bisschen viel. Dann dreht er durch. So, da sind auch schon ein paar Leute wach. Und wir biegen nach rechts ab. Oh, 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 das ist jetzt zu schnell. Habe ich jetzt durchs ganze Quasseln gar nicht mitgekriegt. Aber die Strecke müssen wir auch mal tags fahren. Wir haben noch knappe 4 Minuten Zeit. Aber es sind auch nur noch 3,6 Kilometer. Und dann sind wir an der Endhaltestelle. Dann Zug drehen und wieder zurück. Noch und wir haben noch 3 Minuten Zeit. Wir sind ein bisschen zu schnell. Ein bisschen abbremsen. So, 2,2 Kilometer, ne, 2,1 sind es noch. Dann kommt ein gelbes Signal, da müssen wir dann aufpassen. Es wird langsam hell. Schon wieder zu schnell. So, da kommt das gelbe Signal gleich. Da ist es. Wir müssen langsam anfangen zu bremsen. Es sind nur noch 800 Meter. Mhm. 500 Meter. Und gerade den Hauptschalter rausgehauen. So. Da hinten ist das der Bahnsteig ja schon. Haben wir es ja gleich geschafft. Hat 250 Meter noch.
sind zwei Säulen für Extraaufgaben. So, hier sieht es aber sehr verlassen auf dem Bahnsteig aus. So, Fahrgäste ein- und aussteigen lassen. Und dann kriegen wir unsere Bewertung und dann sind wir auch schon wieder fertig. Ziel erfüllt. Was gibt's denn? Bronze? Ist das jetzt Bronze? Weiß ich gar nicht. So. Gelaufene Entfernung habe ich gar keine. Okay, macht ja auch nichts. Und Geschwindigkeitsüberschreitungen. Okay, die waren überall. Gibt 682 Punkte minus. Naja. Egal. So, damit endet dieser Film wieder. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bleibt mir treu, bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Euer Donny.